dass ihr alle noch da seid. Es ist jetzt 16.15 Uhr. Wir starten in die letzte Parallelsession, aber natürlich nicht die schlechteste, sondern der Höhepunkt kommt zum Schluss. Wir haben uns 5 ganz tolle Speaker eingeladen, die sich mit dem Thema regionale Wertschöpfungsketten auseinandersetzen. Und die werden uns jetzt in 5 Kurzvorträgen erzählen, was sie machen, wie sie es machen, mit wem sie es machen, wie sie vielleicht auch in der Krise gearbeitet haben. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit dem ersten Kollegen. Das ist der Daniel Wieland, der in Leipzig eine Kreativagentur betreibt, Wieland Medien. Und du schriebst uns, du machst nur Kommunikationskonzepte für nette Menschen mit interessanten Problemen. Okay, wer sich angesprochen fühlt, kann sich an Daniel gerne danach dann noch wenden. Und du hast, das ist eben das Spannende, als Co-Founder im Shutdown die Local Heroes Leipzig Plattform mit begleitet und wirst uns jetzt gleich erzählen, was das bedeutet, wer die Local Heroes sind, wen du mit reingenommen hast, wie das überhaupt alles lief. Und ich bin ganz gespannt. Du sagst mir einfach, wann es losgehen kann. Hallo? Perfekt. Ja, von mir aus können wir anfangen. Also schön, dass ich da bin. Schön, dass ihr da seid. Und los geht's. Hier ein ganz typischer Wintertag in Leipzig. Die Leute sind kurzärmig unterwegs, die Straßen sind voll. Die Zeit sehe ich nicht irgendwo zufällig, ne? Nein. Okay, gut, dann muss ich sehr... Die Straßen sind voll, aber mit dem Shutdown oder beziehungsweise mit dem Aufkommen von Corona hat sich das natürlich auch ein bisschen geändert. Unsere Lieblingscafés, Bars haben geschlossen, Dienstleister hatten keine Aufträge mehr, viele Freunde von uns waren betroffen, wir selbst natürlich auch. Dementsprechend haben wir überlegt, was können wir denn machen oder mit was kennen wir uns ganz gut aus, um vielleicht irgendwie dieser ganzen Situation ein bisschen entgegenzuwirken. Und es gibt natürlich eine Sache, die niemals schließt, und das ist das Internet. Also wenn ich mich hier umgucke, die meisten kennen vielleicht Boris Becker aus 1999 noch. Er war relativ schnell online und wir haben uns das quasi so ein bisschen als Anlass genommen, weil wenn wir uns in der Stadt umgesehen haben, haben wir relativ schnell gemerkt, dass gar nicht so wenig von der Bildfläche verschwunden sind, sondern einfach sich nur ein bisschen verlagert haben. Also grundsätzlich gingen dann los Fensterverkäufe, Cafés haben Kaffee to go gemacht, Bars haben Spendenaufrufe gemacht, es hingen einfache Zettel in irgendwelchen Läden und haben überlegt, okay, theoretisch können wir mit dem Internet gerade in so einer Zeit relativ viel Digitalisierungsarbeit auch machen und haben das als Anlass genutzt, dafür zu sagen, okay, wir bündeln und wir sammeln alles. Wenn ich übrigens von wir spreche, dann spreche ich quasi von meiner lieben Kollegin Maria Köhne und mir. Wir machen eben zusammen diese Kommunikationsagentur in Leipzig und haben uns zusammengesetzt und überlegt, was können wir machen? Wir können alle bündeln, wir können quasi eine gemeinsame Aufmerksamkeit schaffen und dahingehend einfach diese Aufmerksamkeit auf eine Richtung lenken und sagen wir, es gibt noch ganz viele Angebote in Leipzig. Dementsprechend haben wir uns einfach 48 Stunden lang mehr oder weniger in unseren Supersessel da reingezwängt und durchgeballert, wie man das so schön sagt. Hatten nach 48 Stunden eine fertige Website. Es war Shutdown, das heißt, wir mussten auch unsere Spaziergänge und sowas nach drinnen verlagern, die quasi diese Website so ein bisschen diese Problematik erklärt hat. Alles ein bisschen, ihr habt jetzt schon ein Gefühl dafür bekommen, nett illustriert. Und aber eben auf diese Problematik aufmerksam gemacht hat, aber eben auch auf ganz viele lokale Akteure, die es in Leipzig gibt, die noch da sind. Und relativ schnell, also innerhalb von 24 Stunden, hatten wir dann auch über Social Media über 500 Abonnenten. Das ist dann in den kommenden Tagen immer weiter gewachsen, wo wir dann eben auch sagen konnten, also wir haben auch ständig irgendwelche E-Mails, Instant-Messages bekommen und haben dann gesagt, okay, auch diese Aufmerksamkeit können wir nutzen. Wir sprechen euch an, schickt uns eure Videos, eure Fotos, was auch immer. Ihr könnt unsere Reichweite, die wir mit dem Konzept erarbeitet haben, könnt ihr für eure Inhalte nutzen. Erzählt uns, wer ihr seid, wer wir sind und so weiter. Dementsprechend haben wir dann quasi auch unseren Social Media Kanal alles kostenlos zur Verfügung gestellt. Der ist immer weiter gewachsen. Ganz viele Nachrichten haben uns erreicht, alles sehr solidarisch im Sinne von
okay, hier fehlt noch jemand und bei mir um die Ecke ist noch jemand, der fehlt und den müsst ihr mit reinnehmen. Dementsprechend hat sich das relativ flott weiterentwickelt, sodass quasi auch andere auf uns zukommen konnten. Unter anderem auch die Stadt Leipzig, die uns erst mit ein bisschen Aufmerksamkeit und später auch mit Geld unterstützt hat, dass wir auch Plakate schalten konnten, Anzeigen über Facebook, über Instagram, dass wir eigentlich ein GIF, wo quasi der Läufer ständig über seine Hürden stolpert. So sind wir natürlich auch über Sachen gestolpert, hatten gewisse Probleme und konnten eben auch mit dieser Finanzierung oder mit der Förderung gewisse Sachen an der Website ändern, eine Filterfunktion einbauen, eine Karte, dass man wirklich jetzt sich je nach Stadtteil orientieren kann, okay, was ist in der Nähe, ich kann filtern, ich habe Lust auf Kaffee oder ich möchte gerne was essen oder ich suche einen Laden, der Wollsocken verkauft, was auch immer. Und konnten wir quasi die ganze Plattform immer weiter aufbauen und eben auch externe Dienstleister uns mit zur Rate ziehen. Und das war so im Kurzmoment quasi März, April, Mai bis Mitte Juni, wo es dann langsam anfing wieder zu öffnen, konnten wir natürlich trotzdem immer noch weiter auf gewisse Angebote aufmerksam machen. Haben jetzt mittlerweile über 350 Locals, die Stadt, also wirklich reale Locals, kein Rewe, kein Lidl, sondern wirklich Akteure und Akteurinnen, die im Leipziger Stadtgebiet ansässig sind und dort ihre Base haben, ob das Schmuckdesigner sind oder was auch immer. Und auch andere soziale Initiativen unterstützen, wie zum Beispiel das Düsenbier, was quasi die Leipziger Clubszene unterstützt, wo wir dann Gewinnspiele, Kooperationen machen konnten, auch mit dem Kreuzer Anzeigen schalten, also wer Leipziger ist oder das Stadtmagazin kennt. Das Ahoi-Magazin hat uns angesprochen. Und genauso würden wir aber jetzt auch den Blick in die Zukunft werfen, weil Corona ist natürlich noch da, aber das ist natürlich auch ein sehr interessantes Angebot für den Tourismus. Das heißt, wenn ich als Externe in die Stadt Leipzig fahre, kann ich mich natürlich dort auch sehr gut informieren, was ist denn wirklich lokal und was gibt es momentan für interessante kleine Nischen-Events oder Angebote. Wir wollen jetzt kein Stadtmagazin werden oder irgendwas in der Richtung, aber wir können eben sagen, okay, das, wenn ihr wirklich Leipzig erleben wollt, so wie es in seiner Kreativszene oder mit den wirklichen Locals so ein bisschen funktioniert, dann guckt bei uns vorbei. Und wenn wir beide irgendwann mal so alt sind, dann hat das vielleicht jede Stadt in Deutschland. Zumindest wäre das wünschenswert. Genau, das war's von mir. Danke. Ja, vielen Dank, lieber Daniel. Also erstens, notiert euch diesen Namen. Zweitens, gibt es Fragen? Es dürfen zwei Fragen gestellt werden. Gibt es nicht? Dann müsst ihr den Daniel hinterher nochmal anquatschen. Ich habe jetzt nochmal aber eine kleine Frage. Wie ist denn das bei euch jetzt aktuell in der... Ach, da gibt es eine Frage. Entschuldigung. Machst du das jetzt pro bono? Ist das quasi einfach nur ein Herzensprojekt oder ist dein Geschäftsmodell langfristig geplant? Das ist so ein bisschen, wir überlegen uns halt gerade auch, ich versuche es relativ kurz zu halten, wo sind die Problematiken, wie viel Digitalisierung verträgt der Einzelhandel, was auch immer, wie könnte man das wirklich bündeln und auch tatsächlich ein bisschen monetarisieren, die ganze Geschichte. Bisher lief alles pro bono. Zu 100%. Ein paar Kaffee-Einladungen gab es. Okay, das wäre auch meine Frage gewesen. Und ich hoffe sehr, dass ihr das sehr ein bisschen sehr monetarisieren könnt. Ja, weil es eine schicke Sache ist, vielleicht die Touris anzapfen, die haben Geld. Ja, genau. Fußballvereine gibt es ja auch in der Stadt. Also echt? Welchen Verein gibt es denn da? Gut. Das ist meine Welt. Also any questions, sonst würde ich überleiten, denn wir haben ja noch vier spannende Projekte vor uns. Daniel, vielen lieben Dank. Vielen Dank, ja. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du bleibst auch noch ein Stück. Für individuelle Fragen kann gerne dann noch im Nachgang auch mit den Kollegen gesprochen werden. Jetzt kommen wir zu einem lokalen Netzwerk, was schon ein bisschen älter ist und auch eine Ware beschreibt, die ebenfalls ein bisschen älter ist, nämlich das erzgebirgische Kunsthandwerk. Und ich freue mich unheimlich,
dass der Verband des erzgebirgischen Kunsthandwerks jetzt einen jungen, frisch gebackenen Geschäftsführer hat, der nach 2 Jahren in München, es muss schrecklich gewesen sein, endlich wieder zurück ist in der Heimat, in Seifen und jetzt dort, glaube ich, auch ganz spannende neue Dinge vielleicht implizieren kann. Ja, lieber Frederik, ich bin ganz gespannt, was du uns jetzt erzählst über das, was du so tust, wie ihr regionale Wertschöpfungsketten anschiebt. Und du sagst mir einfach, wann es losgeht. Ja, hallo, mein Name ist Frederik Günther, wurde ja schon erwähnt. Ganz kurz, bevor es losgeht, weil ich ein spezielles Projekt, wirklich was eine Einzelhandel in unserer Branche betrifft, vorstellen will. Zu unserem Verband, wir haben 56 Mitgliedsbetriebe unserer Kunsthandwerker. Insgesamt gibt es vielleicht 200 verschiedene Werkstätten. Wir sind für die Zertifizierung zuständig, also überall nur, wo echt Erzgebirge draufsteht, ist auch wirklich echt Erzgebirge drin. Dafür kämpfen wir auch, dafür führen wir auch einige Prozesse. Das soweit dazu und jetzt kann es mit der Präsentation losgehen. Ja, ich habe am Anfang mal ganz kurz versucht zusammenzufassen, wie sieht denn eigentlich unser Kunde aus, was will er denn, wie alt ist er? Und wir haben im Jahr 2017 eine Meinungsumfrage durchgeführt, wo sich das Bild so ein bisschen gedreht hat, weil wir haben natürlich auch mal angenommen, dass der Online-Verkauf viel, viel stärker ist. Es gibt in unserer Branche natürlich auch sehr viele Online-Shops, die sich auch schon spezialisiert haben. Aber sieht man da auf der nächsten Folie nochmal ganz genau, es sind eigentlich nur 9%, die unsere Produkte jetzt online kaufen. Der Rest geht halt wirklich alles noch über den ganz normalen stationären Facheinzelhandel. Das ist bei uns natürlich ein Fachgeschäft, das können auch mal größere Ketten sein oder auch Weihnachtsmarktbuden. Und weil dem so ist, hat man sich vor ungefähr 15 Jahren darauf geeinigt, dass unser Verband quasi die ganzen Einzelhändler, die es in Deutschland und auch weltweit gibt, irgendwie zusammenführen muss und denen quasi auch ein Ziel geben soll. Deswegen wurde der Fachhandelsring Erzgebirgische Volkskunst gegründet. Dem gehören ungefähr 100 Geschäfte an, von 90 verschiedenen Inhabern sozusagen. 4 auch in Zwickau. Wir haben letzte Woche erst wieder ein Geschäft in der Innenstadt mit aufgenommen. Und beschränken uns aber eigentlich nur auf Deutschland. Es geht ja auch noch weiter bis nach Amerika oder sonst wo. Da haben wir so ein paar rechtliche Sachen, die man da eben beachten muss. Also genau. Der Zweck ist eben die enge Zusammenarbeit zwischen unseren herstellenden Betrieben, also den Werkstätten der Kunsthandwerk und dem Fachhandel und quantitative Sicherung des Verkaufs. Also wir haben schon ein paar Standards, die wir eben setzen. Werde ich auch gleich mal kurz was dazu ausführen. Hier erstmal noch ein Bild, das ist eines der besten Geschäfte, das ist in Dresden am Neumarkt, das heißt Tradition und Form. Man sieht so ein bisschen, es soll quasi auch immer ein Schaufenster geboten werden, was dementsprechend dekoriert ist. Dann gibt es so ein paar Firmen, die vertreten sein sollen, also auch ein gewisser Qualitätsanspruch. Die Ziele, Kriterien, also erzgebirgische Volkskunst muss quasi ständig im Sortiment sein. Wir wollen da keinen Kiosk, der nur zu Weihnachten mal 3 Figuren mit reinnimmt. Enger Kontakt muss gegeben sein zwischen uns Herstellern und dem Fachhändler als solchen. Und die sichtbare Verwendung unserer Marken. So stärken wir das alles natürlich. Also das ist ja unsere gesicherte Wortbildmarke, Fachhandelsring, aber auch das echt Erzgebirge ist natürlich eine Marke, die wir gesichert haben. Das muss ganzjährig verkauft werden und immer im Hauptsortiment erkennbar sein und auch auf eine gewisse Art natürlich niveauvoll präsentiert. Da gibt es jetzt nichts, irgendwie, wo wir es genau festgelegt haben. Das ist alles, da gibt es auch eine Kommission, die geht dann halt hin und guckt sich das alles an und auch, ob der Rest dann erfüllt wird. Also wir haben dann auch Verträge, wo dann auch gesagt wird, ihr müsst mindestens, hier sieht man am dritten Punkt, 50.000 Euro mit erzgebirgischer Volkskunst erwirtschaften. Also eben, dass es nicht nur nebenbei oder um die Regale aufzufüllen ist. Ich habe nur 20 Sekunden, man springt jetzt immer ein bisschen schneller, als ich das dachte, aber egal. Diejenigen, also was die dann noch kriegen, die dürfen dann unsere Marken, wie ich schon erwähnt habe, auch verwenden, weil wir sind ja der Markeninhaber und das darf halt nicht jeder, darf echt Erzgebirge auch führen oder irgendwo selbst ein Schild aufstellen mit echt Erzgebirge, dass man da wirklich sieht, der hat Ahnung davon. Was wir eben speziell als Herstellerverband dann bieten, sind exklusive Produkte.
Das jetzt speziell ist unser Picus, der wird von uns vom Verband auch produziert. Den kriegen eben nur die 100 Geschäfte, die da wirklich bei uns Mitglied sind. Und das trifft dann noch auf viele andere zu. Das sind jetzt alle exklusiven Erzeugnisse, die es aktuell gibt. Relativ bekannt ist zum Beispiel hier unten die Firma Pürn Köhler, alleine weil der eben zwei Mänel herstellt, die nur für diesen Fachhandelsring hergestellt werden, sind in den letzten Jahren glaube ich 20 Geschäfte damit eingestiegen. Also das ist auch eine Sache, wo es sich auch für den, es gibt ja auch eine Gebühr dann für die Fachhändler, wo es sich daran auch wieder irgendwie wieder rauskommt. Jedes Jahr wird ein Fachgeschäft des Jahres gewählt, die kriegen dann eine Gewinnsumme von 500 Euro und werden dann speziell nochmal beworben natürlich. Wir haben eine Zeitschrift online und überall auf der Messe werden sie mit präsentiert. Genau. Dann gibt es jedes Jahr auch eine Fachhandelsringtagung. Da wird eine Mitgliederbefragung gemacht, Stimmungsbarometer, also wie gut habt ihr denn die Sachen verkauft, was lief nicht so gut. Es sollen auch die Hersteller damit eingeladen werden, sodass auch mal gesagt wird, das ging halt gar nicht oder die Produkte wurden nicht geliefert, was war denn los mit euch und so. Es gibt einen Sprecherrat, der dann irgendwie repräsentativ ist für alle Geschäfte. Und dann gibt es natürlich auch Betriebsführungen, dass man die Händler aus ganz Deutschland einlädt ins Erzgebirge, dass sie sich angucken können, wirklich mal, wie wird das hergestellt, damit die auch wissen, wovon sie sprechen. Und dann bei der Fachhandelsringtagung gibt es eben Expertenvorträge von Leuten, die sich auf Präsentationen oder so spezialisieren. Was machen wir außerhalb noch für den stationären Einzelhandel? Wir setzen uns natürlich für die Weihnachtsmärkte ein. Dieses Jahr ganz speziell, also wir sind da wirklich aktiv dabei, überhaupt erstmal in Sachsen Weihnachtsmärkte durchführen zu können. Das war jetzt ein Bild vom Striezelmarkt. Und dann natürlich auch auf Messen. Also wir suchen so viele wie möglich dann hier speziell nach Leipzig zu holen. Da haben wir auch eine Hausmesse, die Kado, wo man dann auch ausstellt, quasi hier sind die exklusiven Erzeugnisse dann zu sehen, etc. Genau, kann auch bestellt werden. Und wir versuchen natürlich eine ständige Interessenvertretung zur Politik, zur anderen Wirtschaftszweige, wie auch immer zu sein. Das Bild ist ein Beispielbild, das ist der Baum des Ministerpräsidenten, der steht quasi in seinem Büro, der wird jedes Jahr von uns geschmückt. Nicht deswegen haben wir jetzt eine gute Beziehung irgendwie zur Staatskanzlei, aber insgesamt versuchen wir das eben aufrechtzuerhalten. Jetzt bin ich ein bisschen außer Puste, aber ich glaube, ich habe es ganz gut geschafft. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Oh, genau zwei. So ein Glück. Dann natürlich erst die Dame. Ich wollte einfach mal fragen, was haben Sie jetzt so für ein Gefühl? Also steigt die Nachfrage? Wie ist die Entwicklung so in letzter Zeit? Ein, zwei Jahre oder auch aktuell? Also insgesamt sieht es wirklich gut aus. Wir haben eher andere Probleme. Das ist bei der Herstellerseite, dass wir gar nicht mehr so viel produzieren können, wie wir eigentlich wollen, weil wir zu wenig Fachkräfte haben etc. Es ist ganz verschieden. Also es gibt ja nicht nur die erzgebirgische ja, guck mal gerne. Guck mal auf die Seite mit den Produkten, wo man das gesehen hat. Ja. Also wir erkennen sie ja eben auch immer ganz gut. Das ist gewisse so modernere Sachen, da zählt vielleicht unser Picus mit dazu, die limitiert sind, die exklusiv sind. Die gehen vielleicht besser als teilweise noch, ich sag mal so klassische Modelle, aber das ist auch recht verschieden. Also es gibt bestimmt Betriebe, die haben eher Probleme als andere, aber insgesamt geht es unserer Branche schon relativ gut. Wie gesagt, die Probleme eher in der Herstellung, Fachkräfte etc. Ja. Du meintest vorhin, dass der Verband sozusagen das Bindeglied zwischen den Herstellern und dem Fachhandel ist. Woran merkt man es der Hersteller? Dass ihr da seid. Naja, also wir geben ja alles weiter. Also das läuft ja alles wirklich komplett einfach über unsere Geschäftsstelle. Also wir sind ja eigentlich der Verband der Hersteller. Und der Fachhandelsring ist halt zu 100% in der Organisation etc. bei uns mit eingegliedert. Und deswegen läuft am Ende auch wirklich alles über mich. Also ich kriege dann alles auf meinen Schreibtisch, wo es heißt, dieses Jahr wurde nicht genug produziert oder was war denn mit der Qualität los oder sowas. Also wir versuchen da auch, wie es auch hier steht, die Hersteller und die Händler zum Beispiel zu einer Tagung oder zur Messe oder wo auch immer dann auch wirklich zusammenzubringen. Also, okay. Also genau. Ihr habt gute Arbeit gemacht, wenn der Hersteller nicht hinterherkommt. Ja, danke. Also wenn es so ist. Ja gut, das ist ja, man könnte wahrscheinlich schon mehr produzieren, wenn es noch mehr Leute geben, ob es jetzt so komplett unserer Verbandsarbeit lag, dass zu viel produziert wird.
Es gibt vielleicht auch Betriebe, wo es genau anders ist, aber das, ich kann halt nicht für alle 200 Werkstätten das sprechen. Ne? Ja, leider so gut wie gar nicht mehr. Also eigentlich sind die auch alle Holzspielzeugmacher, so heißt der Beruf. Viel Spielzeug wird leider nicht mehr produziert, weil da ist die Konkurrenz von Fernost viel größer, weil das erzgebirgische Kunsthandwerk, also ein Schwibbogen, das will man wirklich unbedingt aus dem Erzgebirge. Wenn man das beim Spielzeug sieht, bei irgendeinem klassischen Holzbaukasten zum Beispiel, ist es schwieriger, das zu vermitteln. Da muss man bestimmt noch mal viel, viel mehr Arbeit rein investieren und denen auch wirklich klar machen, das ist aus dem Erzgebirge. Und da gibt es eben auch eine Marke, die dafür steht. Also auch bei Spielzeugen kann man hier das, die Zertifizierung von uns quasi mit nutzen, wenn das bei uns dahergestellt worden ist. Also das betrifft immer das normale Kunsthandwerk, aber auch das Spielzeug. Es gibt aber bei unseren 56 Mitgliedsbetrieben vielleicht nur noch einen, der komplett Spielzeug herstellt. Und bei den anderen ist es vernichtend gering. Leider. Ja, wir arbeiten dran, dass das auch vielleicht wieder besser wird. Aber aktuell ist das der Stand. Es hat sich einfach am Markt auch durchgesetzt. Also das hat sich auch einfach besser verkauft. Ja, aber ich glaube, die Zukunft, da ist das Spielzeug auch, könnte auch ein großer Faktor sein, weil es ist schon was Besonderes, ein Spielzeug aus Deutschland hergestellt zu haben. Also es sind halt andere Geschäfte wahrscheinlich, andere Areas, die das dann verkaufen würden. Na gut. Jetzt, wenn man sich jetzt wirklich in den Fachhandelsring erzgebirgische Volkskunst, da geht es ja um erzgebirgische Volkskunst, das sind halt so klassische, auch, ich sag mal, Tourismusgeschäfte, die auch wirklich nur auf den Tourist zielen, die eben was, die wirklich nur auf das Souvenir, sage ich mal, abzielen. Die wollen jetzt nicht unbedingt Spielzeug verkaufen. Es könnte sich natürlich mischen, beziehungsweise man könnte jetzt andere Vertriebswege suchen, um das woanders zu verkaufen. Das auf jeden Fall. Es wäre aber ein langer Weg, also das ist jetzt der Status quo. Am Ende macht die Nachfrage das Geschäft. So, und jetzt müssen wir leider. Oh, es geht ganz schlimme Nachrichten. Ich habe gerade von der Technik eine Info gekriegt. Du solltest bitte mal die Fragen, die aus dem Publikum kommen, ja, wiederholen nochmal, weil man das sonst so schlecht versteht. Ah, wegen dem Film. Also entweder Mikro rumgeben oder nochmal wiederholen. Liebes Publikum, wir werden mitgeschnitten. Soll ich die Fragen nochmal nachsprechen? Wir schneiden es dann rein. Nee. Ja, Mensch, wir dachten ja, wir müssen aufhören. Nee, siehst du, Frederik, guck mal fast. Gibt es noch Fragen? Ich würde die gerne wiederholen. Nein, okay. Ach doch, eine Frage, die ich wiederholen kann. Ja, gibt es überhaupt noch in der jüngeren Generation Leute, die dieses Handwerk überhaupt erlernen wollen? Also ich wiederhole die Frage. Gibt es in der jüngeren Generation überhaupt Leute, die das Handwerk erlernen wollen? Ja, also wir sind sogar als Verbandträger der Verbundausbildung. Also wir sorgen auch für die Ausbildung irgendwo. Es war vor 30 Jahren bestimmt mal anders, da hatte man in der Schule in Seifen, den Beruf kann man auch nur in Seifen lernen, 4 Klassen mit jeweils 15 Personen. Mittlerweile sind wir froh, wenn es jedes Jahr einfach eine Klasse mit ungefähr 15 Personen zustande kommt. In der Verbundausbildung sind wir 9, dann gibt es immer noch ein paar, die betrieblich ausgebildet werden. Es gibt es auf jeden Fall, wir sind auch auf einem positiven Trend. Also es gab eine Zeit lang, das hängt natürlich auch immer einfach mit den Jahrgängen zusammen, ne? Also wie viele wurden einfach in dem Jahr geboren, das ist wieder nach oben gegangen und wir werden auch von unserem Landkreis unterstützt, dass wir da ein bisschen keine Miete für die Räumlichkeiten zahlen etc. Ja, es ist schwierig, aber weil der Beruf so einzigartig ist, kommen auch Auszubildende quasi aus ganz Deutschland zu uns, um den Beruf zu lernen. Also das auf jeden Fall. Man hat so ein Alleinstellungsmerkmal. Wir müssen das aber irgendwie auch so vermitteln, dass die Betriebe auch gern ausbilden. Es liegt nämlich auch viel an den Betrieben, die gar nicht mehr bereit sind auszubilden, weil viele der Lehrlinge dann nicht lange bleiben oder einen anderen Fokus haben. Also wir bilden ja auch irgendwo Arbeiter aus, aber viele wollen dann irgendwie am Ende studieren danach. Viele kennen wahrscheinlich die Hochschulen in Schneeberg oder Burg Giebichenstein oder so. Die sind dann am Ende auch dann gleich weg, aber ja, daran lag es. Es liegt mehr an den Betrieben als an der Nachfrage an Auszubilden. Da können wir noch viel, viel mehr. Es gibt viel, viel mehr Bewerbungen als Stellen, die dann besetzt werden. Ja. Okay, letzte Frage. Gibt es auch neue Produkte, die da auf den Markt kommen oder sind das diese klassischen Nussknacker etc.?
Ich muss es wiederholen, Entschuldigung. Gibt es auch noch neue Produkte oder produziert ihr nur die alten Nussknacker, die wir alle kennen, die es schon seit 150 Jahren oder 500 oder... 150 Jahre Nussknacker ist so fast genau korrekt. Also, echt? Aber, ja. Es gibt jedes Jahr, also jede Firma stellt jedes Jahr neue Produkte vor, das natürlich. Also bei manchen ist es halt einfach nur ein neuer Engel, ein neuer Nussknacker, der dann ganz klassisch aussieht. Aber es wird auch jedes Jahr immer experimentiert. Wir haben auch unseren Branchenpreis Tradition und Form. Da haben wir letztes Jahr einen Designpreis verliehen für, die werden jetzt da auch nochmal drauf, es geht wahrscheinlich zu lang, zum Beispiel an vier Erzeugnisse. Ja, da war's. Das hier, das hat sich quasi an die Form des Bauhaus orientiert. Also, und da gab es auch eine sehr hohe Nachfrage nach den Produkten und so. Ja, da sind wir halt ziemlich nah am Markt. Also man experimentiert halt, entweder verkauft sich dann am Ende oder eben nicht. Und dann, wenn sich eben das Experimentelle nicht so gut verkauft, dann wird es auch nicht so dementsprechend hergestellt. Dann versuchen die Hersteller eben am klassischen eher dran zu bleiben. Also, ja. Also ich hätte jetzt mal eine letzte Frage, weil wir so viel über die Produkte gerade reden. Wo kann ich denn diese ganzen Produkte im Netz finden, um vielleicht die Prozentzahl der Online-Bestellung ein bisschen hoch zu treiben? Also wenn man online einfach wirklich eingibt, erzgebirgische Holzkunst, Volkskunst, wie auch immer, da gibt es genug Online-Shops, die teilweise auch in unserem Fachhandelsring mit aufgenommen sind, weil die selber nochmal ein stationäres Geschäft haben. Also der Fachhandelsring, den ich vorgestellt habe, da muss man wirklich auch ein lokales Geschäft haben, aber man kann natürlich zusätzlich noch online verkaufen. Und in der Regel ist das alles ganz gut, wirklich schon, also da gibt es, weiß ich nicht, mindestens 50 Online-Shops für Das kann ja auch manchmal ein Problem sein. Manchmal das oh, jetzt doch noch, also eine letzte Frage, aber du siehst, es ist groß nachgefragt. Gerade zu dem Thema online, also gibt es Bestrebungen, diese Qualitätsansprüche, die für den stationären Handel gelten, auch online irgendwie umzusetzen oder gibt es auch Projekte? Also die Frage ist, ob die hohen Qualitätsansprüche, die ihr an eure Läden stellt, auch online umsetzt, ob es da irgendwie eine Idee gibt? Also es gibt, naja, da gibt's, die sind halt nicht so gut erfasst wie die stationären Geschäfte. Und da kann man das ja auch nicht so einfach umsetzen, dass man sagt, man fährt in das Geschäft, guckt und wenn das ein Ramschladen ist, dann fliegen die halt raus oder die kriegen dann auch am Ende keine Produkte mehr. Also das gibt es auch bei manchen Geschäften, wo man sagt, hochqualitative Erzeugnisse werden dann halt nicht mehr beliefert dementsprechend. Online ist das Ganze halt schwieriger, aber da ist man auch zumindest dabei, sich da was zu überlegen, beziehungsweise die Geschäfte, die sowohl mit dem Geschäft als im Fachhandelsring sind, als auch dann online verkaufen, die sind in der Regel auch so qualitativ, dass man sagt, das ist so wirklich ansprechend und repräsentativ einfach für unsere Erzeugnisse. Ja. Gut, jetzt muss ich leider unterbrechen. Löchert den Frederik gerne dann noch weiter. Wie gesagt, wir sind ja noch ein Stückchen da und haben auch noch den Netzwerkarbeit. Ich danke dir herzlich. Ja, was so ein Generationswechsel manchmal so ausmacht. Ne? Wir freuen uns da immer, wenn wir jüngere Ansprechpartner haben in den Verbänden. So, apropos jüngere Ansprechpartner. Liebe Laura, darf ich dich auf die Bühne bitten? Laura Hoffmann hat so viele Dinge schon gemacht. Also für uns bist du die Digitalisierungsexpertin für sächsische Kleinstverlage. Du hast aber auch unter anderem als Konzepterin, Lektorin, Marketingstrategin beim Lies-mich-Verlag gearbeitet. Du bist selbst Autorin und Herausgeberin. Von was kannst du vielleicht kurz selber noch berichten? Und ja, wir kennen dich über das Forschungsprojekt FIDIPAP, von dem du bestimmt auch berichten wirst. Und ja, alles andere überlasse ich jetzt dir. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Sag einfach, wann es losgeht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallihallo, ich bin die Laura. Ich werde vor allem über FIDIPAP berichten, deswegen gerne dann im Anschluss noch zu meinen aktuellen herausgeberischen Aktionen. Genau, meine Strategie ist eigentlich, dass ich alles auf der Anfangsfolie erzähle, deswegen du kannst mal noch dir eine Minute Zeit geben. Ich wollte so ganz kurz den Rahmen erzählen, genau. Also ich habe das Vergnügen heute, das Forschungsprojekt, was dieses Jahr im Juli ausgelaufen ist, vorzustellen euch. Das ist von August 2016 bis Juli 2020 gelaufen und von der Sächsischen Aufbaubank gefördert worden. Federführend an der Universität Leipzig stattgefunden und am Institut für angewandte Informatik, da war auch ich angestellt, also ich war quasi der Bereich aus der Wissenschaft, habe das Projekt 4 Jahre lang mit meinem lieben Kollegen Martin Franke koordinieren dürfen und wir hatten auch fantastische Partner aus der Wirtschaft, Leipzig School of Media ist in der Haus, also es sind auch Kollegen heute hier
Und 2.0 Media war noch mit dabei und genau, ganz früher mal noch ITsonics, die sind aber vorher gegangen, aber nicht wegen uns. Genau, und das war ein Forschungsprojekt, was, wie du schon gesagt hast, Digitalisierung für sächsische Verlage aufbereitet hat als Thema. Deswegen wird es jetzt um digitale Teilhabe kleiner Verlage gehen. Genau, das erste Symbolbild wirft mich zurück in die Explorationsphase des Projektes 2015, als ich ganz, ganz viel telefoniert habe mit kleinen Verlagen aus Sachsen, gefragt habe, hey, wir wollen da so ein Forschungsprojekt machen, könnt ihr uns mal sagen, was so eure Baustellen sind, was wollt ihr da für Themen repräsentiert wissen? Und ganz oft einfach Menschen aufgelegt haben, gesagt haben, Digitalisierung, wir produzieren keine E-Books. Das hat sich seitdem natürlich geändert, aber das war so die Ausgangssituation. Die Claudia hatte anfangs gesagt, ich soll was über Sichtbarkeit erzählen, deswegen das nächste Symbolbild, was auch so ein bisschen schwammig ist, Sichtbarkeit von Verlagen, Sichtbarkeit von kleinen Verlagen. Wir haben eine regionale Buchbranche, die sehr kleinteilig strukturiert ist. Wir haben in Sachsen ungefähr 200 Verlage mit und deutschlandweit 80.000 Neuveröffentlichungen pro Jahr. Deswegen Sichtbarkeit ist eine Herausforderung. Genau, eine Hauptsäule im Projekt war Kompetenzaufbau. Deswegen Leipzig School of Media mit im Projekt. Schnell reden kann ich auf jeden Fall. Genau, und deswegen Kompetenzaufbau. Dafür haben wir eine eigene Workshop-Reihe kuratiert für Kleinverlage. Das heißt, wir haben die gefragt, hey, was braucht ihr so? Wir haben nicht den nächsten Einführungs-Online-Marketing-Workshop gemacht, sondern wirklich für Kleinverlage die Inhalte aufbereitet. Das Puzzle deutet an, dass wir auch denen ganz klar gesagt haben, ihr müsst nicht jedes Digitalisierungsthema mitnehmen, sondern guckt genau auf euer Geschäftsmodell, guckt auf euer Produktportfolio und guckt, was für euch relevant ist und haben da versucht, auch strategisch zu unterstützen. Wir haben außerdem seit 2017 eine Konferenz jährlich gemacht für die regionale Medien- und Kreativbranche und da so ein bisschen die ja, deutschlandweiten Trendthemen für die Buchbranche aufbereitet und eben so Themen wie Content First oder neues Arbeiten abgehandelt und eine weitere Säule war, eine Cloud-Plattform zu entwickeln, also eine technische Innovation hervorzubringen im Projekt. Das soll die Plattform anbieten, andeuten, also es war eher so eine kleine Brücke im großen Bücherdschungel und ja, war ein Prototyp, den wir sozusagen in diesen 4 Jahren entwickelt haben, wo vor allem, weil die Branche so unterschiedlich strukturiert ist, erstmal so 3 Grundmedientypen erklärt worden sind in ihren Workflows. Also wir haben da ganz kleinteilig erklärt, wie funktioniert Printproduktion, wie funktioniert E-Book-Produktion, wie funktionieren Apps und darüber hinaus noch natürlich ja, Community-basiert Foren- und Chat-Funktionen integriert und das Ganze erst getestet. Also das ist sozusagen wirklich Prototypen-Status geblieben. Wir haben außerdem 2018 ein Kleinverlagslabor am Dietrichring 15 in Leipzig eröffnet. Das war sehr, sehr aufregend. Einfach um Raum für für Experimente zu schaffen und ganz unterschiedliche Workshop-Formate auch durchführen zu können mit den Kleinverlagen. Das Ganze haben wir auf eine besondere Forum gemacht. Wir haben da einen Designathon veranstaltet. Daniel zum Beispiel war dabei und Maxi Blunk und also noch ein paar andere Leute, die hier sind. Genau, haben einfach 3 Stunden lang DesignerInnen aus Leipzig einen Raum eingesperrt, die in Gruppen sortiert und gesagt, das ist das Büro, also das war damals noch Baustelle. Überlegt euch mal mit den Anforderungen, die wir haben, wie wir daraus ein Innovationslabor basteln können oder ja, einrichten können. Genau, und in diesem Kleinverlagslabor haben wir so ganz unterschiedliche Sachen gemacht, viel Trendforschung betrieben, immer aus kleinverlegerischer Perspektive. Also wir haben natürlich jetzt nicht mit Riesenbudget VR und AR-Entwicklungen machen können, auf Basis der Geschichten der Verlage, dafür war das Geld nicht da, aber wir haben zum Beispiel auditive Themen uns angeguckt, also diesen riesengroßen Trend-Podcast, damals 2017 war das, oder 2016 war das noch der neue Scheiß, haben wir uns sozusagen mitgenommen, geguckt, okay, das ist jetzt ein relevantes Mediennutzungsverhalten, ist das für Kleinverlage interessant und wenn ja, ist Podcast ein Marketinginstrument, könnte das ein eigenes Produkt werden und so weiter. Das ist ein Messesetting und soll daran erinnern, dass wir auch tolle Kooperationen mit Kreatives Sachsen hatten. Seit 2018 waren wir gemeinsam in Frankfurt auf der Frankfurter Buchmesse, um die sächsischen Verlage dort zusammen zu repräsentieren und auch das Innenprogramm zu kuratieren und haben da auch so ein paar verrückte Sachen ausprobiert, weil nämlich, jetzt muss ich kurz wieder Luft holen, ein Lieblingsthema von mir in der Forschung war auf jeden Fall Eventisierung, also Events für die Literaturbranche, literaturvermittelnde Formate, alles was über langweilige Wasserglaslesungen hinausgeht, ist vor allem interessant für mich, Eventisierung von Content, also wie können wir das, was Verlage sowieso gut können, Geschichten kuratieren, in Produkte und spannende Settings übertragen.
Und wir haben zum Beispiel letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse eine Silent Reading Party veranstaltet. Das war ziemlich, ziemlich cool. Also samstags im Innenbereich Leute eingeladen, die einfach still sein mussten und zusammen lesen durften. Also die haben dann dort sächsische Verlagsarbeit präsentiert bekommen, Bücher überall an der Wand und durften lesen und haben Cocktails trinken dürfen. Genau, dieses Jahr hat uns auf jeden Fall in den letzten Monaten des Projektes auch auf die Pandemie total getroffen. Wir haben das Kleinverlagslabor direkt ins offline verlegen müssen und so die einige Workshops mussten direkt ausfallen und haben aber sehr, sehr schnell auf online umgestellt natürlich und Weiterbildung und sehr, sehr viele Skype-Sessions gestartet und Instagram-Tutorials gemacht, also ganz viel improvisiert und wirklich, das ist so ein bisschen sinnbildhaft dafür, dass wir alle rotiert sind und zwar nicht nur aus Projektseite, sondern dass die Verlage so total auf uns zugekommen sind. Also das Projekt war 4 Jahre und ich würde sagen, die letzten 4 Monate war so allen klar, okay, Digitalisierung, jetzt muss es irgendwie losgehen. Das Bild steht sinnbildhaft für das Thema Empowerment, was für mich auch dieses Jahr ein ganz spannendes Thema war, also so generell für die ganze Gesellschaft, also Selbstermächtigung, einfach zu sagen, okay, wir nehmen auch, das hat ja auch so die Projekte, die hier schon vorgestellt wurden, sind gezeigt, wir nehmen unser Schicksal auch ein bisschen selbst in die Hand und überlegen, was wir tun können. Nachhaltigkeit war ein Thema für uns im Projekt, also nicht nur Nachhaltigkeit umweltaktivistisch gesehen, sondern auch sowas, was Woland und Quist heute schon erzählt hat, dass man eben beispielsweise nicht mehr statisch und stur in Frühjahrs- und Herbstprogramm denkt, dass man eben diese 80.000 Neuveröffentlichungen pro Jahr eventuell auch mal in Frage stellt und Relevanz erzeugen könnte oder ja, mehr Relevanz erzeugen könnte. Vernetzung, analog und digital, ist ein großes Thema die ganzen 4 Jahre im Projekt gewesen, ist auch einfach eine tolle Community entstanden von 30 Verlagen. Wir haben sehr, sehr eng zusammengearbeitet und das letzte Bild, sehr, sehr schön, es soll andeuten, dass es vor allem im Netz noch ganz, ganz viele Oasen gibt, beispielsweise unter Wasser, die unentdeckt sind, ganz viel Potenzial und das Social Media eben, das war auch so ein Learning bei uns im Projekt, nicht nur Ort ist für Marketing- und Vertriebsfragen, also das ist sowas, was wir den kleinen Verlagen auch viel gesagt haben, sondern dass es auch ein Ort ist, um zusammenzukommen, um neue Stimmen zu finden, neue literarische Stimmen zu finden. Sehr viele engagierte politische Stimmen und marginalisierte Stimmen, die in der Buchbranche leider heutzutage noch nicht so viel Platz finden. Genau. Vielen Dank. Genau, hier ist noch kurz dein aktuelles Projekt. Ja, genau, ich wollte noch gerne mein aktuelles Projekt vorstellen, weil das ganz gut in meinen letzten Satz passt. Also ich bin gerade Gastverlegerin im Jahr des offenen Verlags vom Mikrotext Verlag, das ist ein Indie-Verlag aus Berlin, der hat auch letztes und dieses Jahr den Deutschen Verlagspreis gewonnen und macht sehr, sehr viele politische und engagierte Texte, oftmals netzliterarische Texte und verlegt eben marginalisierte Perspektiven und ich habe die große Ehre, ein Netzkollektiv von 3 Women of Color zu verlegen mit ihrem Debüt, was heißt Dear Discrimination und das wird ein Mitmachbuch zur antirassistischen Weiterbildung sein. Also das Besondere daran ist, dass es ein Mitmachbuch ist und damit auch die Verantwortung überträgt auf eine weiße Mehrheitsgesellschaft. Deswegen würde ich empfehlen, das Buch zu kaufen. Das kommt am 5.11. raus und sollte wahrscheinlich jeder Mensch lesen hier im Raum. Genau, vielen Dank. So, liebe Gäste, jetzt dürft ihr eure Frage stellen, die ich dann wieder wiederhole. Also das Netzwerk, was da entstanden ist durch deine Arbeit, wird das am Leben gehalten? Gibt es da Versuche oder machen die das von selbst? Wie ist da jetzt der Stand? Ja, also wir stehen ja in sehr guter Verbindung mit Kreatives Sachsen und sind da auch immer noch dabei, so ein paar Formate, also mit in meiner Person mit euch zusammen zu entwickeln. Und ansonsten können wir da auch zusammen mal was machen, Hannes, also wenn du Bock hast. Also ich kann nur sagen, meldet euch bei mir, mein Herz schlägt total für Indies. Ich mache das ja auch schon seit 7 Jahren und hoffe sehr, dass dieses Netzwerk irgendwie weiter stattfindet. Also stehe auch jetzt noch in engem Kontakt zu diesen ganzen, also zu diesen 30 Verlagen und zur ganzen Branche, deswegen sehr gerne. Ja, bitte. Haben Sie bei den 30 Verlagen jetzt auch welche gefunden, die vielleicht gemeinsam dann irgendwas weiterentwickeln, jetzt nicht das ganze Netzwerk bedienen, sondern die dann noch bilateral Also die Frage ist, ob sich jetzt bei den 30 Verlagen auch welche zusammengefunden haben, die jetzt kollaborieren, zusammenarbeiten oder sind die alle zusammen zu 30 im Netzwerk unterwegs?
Ja, also wir haben zum Beispiel bei diesen Online-Workshops und Tutorials, die wir jetzt so im Frühjahr gemacht haben mit der Leipzig School of Media zusammen, meistens so eine gute Menge von 10 Verlagen gehabt, die sich dann zusammengefunden haben, wo man auch gemerkt hat, dass es so ein fester Kreis, der sich herauskristallisiert, der so richtig will und natürlich auch Ressourcen dafür hat, weil Weiterbildung ist Zeit und damit Geld und damit sind das Ressourcen, die für Kleinverlage auch oft gar nicht so zur Verfügung stehen oder man muss die ganz gezielt einsetzen und sich dafür entscheiden. Das auf jeden Fall, was zum Beispiel auch ja, mit Fidipub entstanden ist, ist eine Vertriebskooperation letztes Jahr gewesen im Winter oder zur Weihnachtszeit. Hat begonnen mit einem Weihnachtsmarktstand da am Felsenkeller und ist mittlerweile aber so, dass man eben gemeinsam sozusagen als, ja, als Indie-Vertriebskooperation durchs Land reist und die sich so ein bisschen reinteilt, wer wo ist als Vertreter, Vertreterin, weil viele Kleinverlage sich zum Beispiel keine VerlagsvertreterInnen leisten können. Also das wäre ein Beispiel dafür. Gut, ich sehe keine Hände mehr. Dann würde ich sagen, Laura, vielen Dank. 5.11. ist notiert. Sehr spannendes Projekt. So, und jetzt kommen wir zu einem Projekt aus meiner Heimat Oberlausitz. Die Sächsische Spirituosenmanufaktur. Also wer heute früh schon meinen ersten Slot mitgesehen hat, da hatte ich mir schon Schokolade eingeladen. Jetzt gibt es keinen Schnaps, um Gottes Willen. Nein, es sind Brände und Geister. Ich durfte Martin Wagner kennenlernen, weil er mich irgendwann mal direkt angesprochen hat, weil er eine Sonderedition eines Apfelbrandes produziert hat für die Stiftung, für die ich mal arbeiten durfte. Also so sind wir aufeinander getroffen, also es ging sofort alkoholisch zu. Und er hat ja nicht nur irgendwie eine Spirituosenmanufaktur gegründet, sondern auch noch die Sächsische und das in Kirschau. Das ist, wer noch nicht da war, auf jeden Fall eine Reise wert. Da gibt es auch die flächengrößte Galerie Sachsens im Friese e.V. Also gerne mal hinfahren. Überhaupt, wenn ihr noch die Lausitz will, ich gebe euch Tipps. 4 Wochen Urlaub, jeden Tag was anderes erleben, kein Problem. Genau, aber das zur Lausitz, jetzt lieber wieder zurück zu dir, Martin. Du hast ja auch in der Krise was ganz Besonderes gemacht, von dem du uns heute auch erzählen wirst. Aber vielleicht erzählst du auch nochmal ganz kurz, wie du zu dem Job gekommen bist, warum du überhaupt Spirituosen herstellst und ob du auch was mitgebracht hast zum Kosten. So, und jetzt sag einfach, wenn es losgeht. Ja, versteht ihr mich? Jetzt müssen wir ein bisschen ran. Ja, also wie bin ich dazu gekommen? Ich habe ganz klassisch eine Berufsausbildung gemacht, habe dann in der Spirituosenindustrie gearbeitet, habe dann aber gemerkt, dass das auf Dauer nicht so ein erfüllender Job ist, weil ja, du bist ein Rädchen im Getriebe und machst als Produktionsleiter eigentlich nur jeden Tag das Gleiche, ein bisschen Personal eintakten und. Und ich wollte was Eigenes aufbauen, wo ich auch mich so kreativ mit Produkten verwirklichen kann. Und das habe ich dann einfach umgesetzt. Ja. Also es war keine Niederlassung, dass ich zu dem Beruf gekommen bin. Nein. Ja, genau. Ja, kurz zu mir, ich bin 83 geboren, habe dann eine Berufsausbildung gemacht, studiert und direkt, ja, seit 2004 bin ich in der Branche tätig, Alkoholherr, seit 2015 selbstständig und ja, ich will jetzt eigentlich nur 2 Projekte berichten, was ich in der Corona-Zeit so aus dem Boden gestampft habe, als ja, einfach damit man was Positives hört. Ja, was mache ich? Ich stelle hochwertige Spirituosen her, Liköre, brennende Geiste, ich verarbeite im Prinzip alles, was man in heimischem Obst und Getreide so verarbeiten kann und Schnaps draus machen kann. Firma 2014 gegründet und baut sich immer besser auf, weil dieses Thema regional einfach immer mehr kommt. Ich habe dann auch 2018 nochmal eine große Investition getätigt, habe 2 neue Destillationsanlagen mit zugelegt und ja, man muss auch sagen, jetzt bis 2020, das lief stetig steigend gut, bis dann ja, im Frühjahr diesen Jahres hat dann für immer die Gastronomie schlagartig zugehabt. Und ich habe hauptsächlich meinen Gesamtumsatz mache ich mit der Gastronomie. Und auf einmal kam ja jeder Unternehmensberater und Aussichtsberatung und das wird nie wieder so wie vorher. Ich habe dann immer gesagt, ganz ruhig bleiben, die kleinen Fördermittel beantragen, erstmal analysieren und gucken, was können wir machen. Und da habe ich mich damit auseinandergesetzt, was sind denn nun meine Vorteile und Nachteile. Als kleines Unternehmen, ich bin flexibel, ich kann schnell reagieren, viel schneller wie große. Ich kann Sachen einfach mal von heute auf morgen umsetzen. Ich habe natürlich auch ein paar Nachteile. Wenn ich kein Personal habe, muss ich alles selber machen. Ja, und ich war sehr spezialisiert und wenig breit aufgestellt. Nun kam Anfang des Jahres eine Sonderregelung, kriegte ich eine E-Mail vom Zoll,
Ab sofort können Alkoholhersteller steuerfreie Alkohol abgeben. Die Apotheken benötigen dringend Desinfektionsmittel zum Herstellen. Brauchen die Alkohol. Ich habe das nie so auf dem Schirm gehabt, habe dann einfach mal an dem Tag mich hingesetzt, im Umkreis von 25 Kilometer alle Apotheken angeschrieben und auf einmal hatte ich Bestellung ohne Ende. Jetzt musste ich meine Produktion schnell mal umstellen für die Apothekenproduktion, das Ganze irgendwie abfüllen und alles irgendwie in die Apotheken kriegen und ganz wichtig, es geht um Haufen Steuergelder, das muss vernünftig dokumentiert sein. Das habe ich zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht gewusst, das habe ich dann von Freitagabend auf Sonntag früh mir ein kleines Konzept gemacht und das umgesetzt. Ich muss prüfen, staatliche Vorgaben, wer ist berechtigt, wer darf ich überhaupt Alkohol abgeben, nur Apotheken. Ich muss dann dementsprechend die Produktion stören. Ich habe meine Produktion von der Herstellung von Whisky auf Neutralalkohol umgestellt. Und dann brauchen die Apotheken das in ihren Flaschen. Die müssen das weiterverarbeiten. Also muss ich das irgendwie in ein handelbares Gebinde bringen. Ja, jetzt gab es dann Schwierigkeiten. Ne? Kanister gibt es keine am Markt, weil das eben alle machen wollten. Und das Ganze konnte ich nur schnell umsetzen mit regionalen Partnern. Also ich habe dann eine Nacht- und Nebelaktion mir ein paar Paletten Kunststoffkanister besorgt, wo der Alkohol abgefüllt werden sollte. Ich habe einen befreundeten Unternehmer angesprochen, der hat die Sachen dann ausgeliefert, weil ich musste in der Produktion sein. Das Ganze habe ich aber nie so weitsichtig gesehen, weil ich wusste, das hat auch schnell wieder vorbei, weil am Anfang gab es eine Knappheit und dann sind große Firmen dort eingestiegen. Und da bist du als Kleiner auch wieder raus und ich habe dort nicht das Risiko eingegangen und habe auf große Vorrat produziert, weil was will ich nachher mit dem Alkohol, wenn ich den dann nicht mehr zum Trinken verwenden kann. Ja. Dann habe ich aber ein zweites Problem erkannt. Gastronomie hat zu, Brauereien haben das Problem, die sitzen auf ihren Fassbieren. Fassbier hat eine Haltbarkeit, ist die Haltbarkeit erreicht, kann es nicht mehr verwendet werden. Ich habe mich an die Brauereien gewendet und gesagt, passt mal auf, lasst uns aus dem Bier Bierbrände herstellen. Das ist haltbar. Ich kann das machen, ich bin flexibel, kann meine Produktion umstellen. Bierbrände sind zwar ein Nischenprodukt, man kann das aber oft bauen. Und ich habe gesagt, ich bin gastroabhängig, ich habe aber noch keine Marke im Handel. Und da war meine Idee einfach schnell, Bierüberbestände verarbeiten, Handelsmarke aufbauen. Das Bier war da, die Brauereien hatten große Mengen. Die Destillation war möglich, weil ich zum Zeitpunkt nichts zu tun hatte. Mein Designer hat Zeit gehabt, weil er in Kurzarbeit war. Und alle Verpackungssachen, was gemacht worden ist, haben wir kurzzeitig umgesetzt. Dann muss das Ganze jetzt noch verpackt werden. Dort habe ich Partner in der Gastronomie gefunden, die ihre Catering-Geschäfte einstellen mussten. Die sind jetzt quasi so wie es für mich und packen die Sachen ein. Und dann ging das los. Jetzt habe ich ungefähr 20.000 Liter Bier bekommen in Fässern von Lokal, unserem Brauerei. Die habe ich dann abdestilliert. Das klingt erstmal viel, 20.000 Liter, aber aus 10 Liter Bier kann ich bloß 1 Liter trinkbaren Bierbrand herstellen. Erstmal als Destillier, danach muss das lagern. War gut für mich, weil dann habe ich ein bisschen Zeit gehabt, die ganzen anderen Prozesse anzukurbeln. Weil Flaschenauswahl, Produktdesign, Verpackung bestellen, Testmuster machen und das haben wir in einfach ein paar Wochen, ein paar Monaten durchgeboxt. Ja, komplett neue Marke aufgelegt und jetzt sind wir auf dem Stand, ab nächste Woche wird das Ganze abgefüllt und dann geht es Mitte Oktober in Vertrieb. Wir haben dort also ganz besondere Produkte kreiert, auch die Marke so angelehnt, dass wir sagen, wir wollen jetzt nicht alle auf Corona umhaken, aber aus dem ist das ja entstanden. Aus einer Notsituation haben wir uns regional mit verschiedenen Partnern zusammengetan und dort was draus gemacht, um nicht Bier wegschütten zu müssen, sondern um ein Produkt zu erzeugen, was später vermarktet werden kann. Das war der Hintergrund. Ja, und bis jetzt haben wir alle Materialien beschafft, ist alles da. Wir haben sehr viel Geld in die Hand genommen. Dieses ganze Projekt war in der Vorfinanzierung eine sechsstellige Summe. Das habe ich alleine auf die Beine gestellt mit noch ein paar Partnern. Hier sind ein paar Ausschnittsbilder. Die Marke wird Malzmönch heißen. Malz, Bier. Passt gut zusammen, Mönche, die haben in Klöstern Bier gebraut und Schnaps gebrannt. Und wir haben das schön umgesetzt, alle Vorarbeiten sind abgeschlossen, Produktion ist noch, ab nächste Woche, Abfüllung, Verpackung und Markteintritt dann ab 12.10., wenn es der Montag ist, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ja, und ich habe noch was zum Zeigen mit, also das sind so Impressionen, wie die Zwischenstände waren. Das ist natürlich, in einer kürzeren Zeit kann man das nicht alles machen, man müsste komplett Etiketten sein, man muss sich an viele rechtliche Rahmenbedingungen halten, da gibt es Vorgaben. Ja, und das ist der Prototyp, den es dann geben wird. Es gibt eine Geschenkverpackung,
Zielgruppe sind bei uns jetzt Weihnachten Firmen oder Handel, wo die Leute dann Weihnachtspräsente kaufen. Ist natürlich unbedruckt. 2 Flaschen Bier und 1 Flasche Bierbrand. Ja, und die Musterprototypen, die gebe ich auch mal rum oder ich stelle sie mal vorne hin. Also das ist in Kürze der Zeit, haben wir hier ein Projekt so schnell auf die Beine gestellt und das so schnell umgesetzt, dass wir jetzt wirklich in diesem Jahr schon ein marktfähiges Produkt haben mit der Marke Malzmilch und 4 verschiedenen Sorten Spirituosen. Ja, jetzt hoffen wir, dass wir das Geld, was wir da in die Hand genommen haben, das Ganze anzukurbeln, jetzt im Vertrieb auch wieder reinholen können. Genau. Lieber Martin, vielen Dank. Ja, liebes Publikum, gibt es Fragen an Martin? Nicht jetzt, ja, ob der Schnaps mal aufgemacht wird und gekostet wird. Du hast gesagt, du hast vorher ja schon Obstbrände und so weiter gemacht. Also erstmal Gratulation, dass du jetzt ein neues Produkt hast. Aber warum hast du nicht einfach dein Produkt, was du schon hattest, in, was ist dann, Fachhandel oder so gebracht? Bei dir ist die Gastro weggebrochen und du standest mit deinem Obstbrand da und dann hast du ein neues Produkt entwickelt, was du jetzt in den Einzelhandel gibst. Also ich verstehe jetzt nicht, also... Genau, also die Frage ist, warum du jetzt ein neues Produkt in Einzelhandel bringst und deine Brände Geiste vorher nicht schon im Einzelhandel verkauft hast. Okay, mein Firmenkonzept ist so stark spezialisiert aufgebaut, dass es nicht für den breiten Handel geeignet ist. Also ich kann nur sehr limitiert herstellen, ich habe eigene Strauchwiesen, wo ich dann die Rohstoffe verarbeite, das kann ich nicht so skalieren. Und meine Kundschaft, das ist was ganz Gehobenes, was ich produziere, und meine Kundschaft, die Hotels, die ich beliefere, die legen Wert darauf, dass ich mit diesen Produkten nicht im Einzelnen bin. Also muss ich das klar trennen. Jetzt gab es aber die Notsituation, dass es so viel Bier war. Da haben wir gesagt, das kann ich über meine bisherigen Kanäle so nicht absetzen. Dort muss einfach als zweites Standbein getrennt von meinen normalen anderen Produkten eine Handelsmarke aufgebaut werden. Das ist so der Hintergrund einfach. Ja, bitte. Woher kam dann die Überzeugung, dass Bierbrand schmeckt? Weil man muss ja das eigentlich irgendwie, wenn man so eine, außer dass man aus der Not hilft, Brauerei, muss man eigentlich überzeugt sein, dass das dann zum Schluss schmeckt. Also ich muss noch wiederholen fürs Fernsehen. Woher kam die Überzeugung, dass Bierbrand schmeckt? Wie oft hast du vorher schon Bierbrand gekostet, selber gebrannt? Genau. Bierbrand stelle ich seit 2013 her, das ist nichts Neues. Es gibt auch einige Firmen, die das haben, viele Brauereien haben das als Zusatzprodukt mit. Mir schmeckt das sehr lecker, es schmeckt auch vielen meiner Kunden. Ich fertige das auch in Lohnfertigung für andere Brauereien. Und das ist jetzt kein, ja, würde ich sagen, wir destillieren und gucken, ob überhaupt ein Produkt rauskommt, was trinkbar ist. Wir haben schon vorher gewusst, dass es funktioniert. Es muss ja nachher auch schmecken. Ja, und ich würde gerne noch was betonen, was du jetzt in so einem Nebensatz gesagt hast, nämlich, dass du Streuobstwiesen hast, die selber betreust, dass du sämtliche Früchte, die du verarbeitet, aus der Region beziehst. Und du hast ja auch ein regionales Netzwerk, was sich auch über die Brauereien hinaus erstreckt. Kannst du dazu vielleicht noch mal ganz kurz was sagen? Du machst ja auch Schülerprojekte, du arbeitest mit Schulen, du rettest die Oberlausitz nebenbei. Erzähl mal ein bisschen. Ich hatte ja auch in der Anfangsfolie gesagt, dass ich Beruf gelernt habe. Ich habe dann als Produktionsleiter gearbeitet und habe dann studiert. Und in meinem Studium habe ich mich sehr mit dem Thema Managementsysteme beschäftigt und unter anderem auch das Ganze, ja, Umweltmanagement, Nachhaltigkeitsmanagement. Und das Thema Nachhaltigkeit schreiben sich viele Firmen auf die Fahnen, aber meistens wird bloß eine Säule davon bedient. Also Nachhaltigkeit hat wirtschaftliche Aspekte, hat soziale Aspekte, aber auch also Umweltaspekte. Und manche denken, wenn sie mal bisschen was Umwelt gemacht haben, dann ist das aber nur ein Teil von Nachhaltigkeit. Und ich hatte die Möglichkeit, eine Firma zu übernehmen, habe mich komplett dagegen entschieden, habe gesagt, ich will ein Unternehmen aufbauen, wo ich diese Grundwerte und den roten Faden von Anfang an so fahren kann. Und ja, das hat einfach, am Anfang war das natürlich sehr schwierig, weil wenn auch in der Oberlausitz gerade die wirtschaftlich stärkste Region sind, jemanden zu überzeugen, für ein Produkt einen deutlich höheren Preis zu bezahlen. Aber es hängt ja dann wieder regional andere Erzeuger mit drin, die Rohstoffe liefern, die für mich Zuarbeiten machen. Ich arbeite mit Diakonien, die für mich Konfektionsarbeiten übernehmen. Also ich versuche alles so nah wie möglich zu organisieren und
naja, auch die Rohstoffe zu bekommen. Das ist nie bei allen Sachen möglich. Es gibt auch Gewürze, die bei uns nicht angebaut werden, die ich aber trotzdem für die Produktion benötige, aber so ein Großteil der Rohstoffe. Und das ist eben das Spannende. Und es hat sich dann vieles automatisiert und es sind immer mehr Partner dazugekommen, die gesagt haben, das ist ja cool, können wir auch zusammenarbeiten. Und dann hat sich so von ganz alleine eigentlich ein Netzwerk aufgebaut. Und das hat mir auch bei dem Projekt dort sehr geholfen, weil ich brauche mich dort nicht erstmal tagelang an Computer setzen, Recherche betreiben, wer macht was, sondern dort einfach während der Produktion das Telefon raus, anrufen, sagen, pass mal auf, du lieferst doch die Medizinprodukte aus, kannst du nicht für mich den Echo mit an die Apotheken ausliefern. Und da war das eigentlich schnell erledigt. Und nur das hat dann auch funktioniert. Und auch nur, weil es regional ist, oder die Kunststoffkanister. Ich habe angerufen, ich sage, bestellt doch sonst Glühwein her. Ja, habt Kanister? Ja. Der will ich auf Lager? Ja. Komm den morgen holen und schon war das Ding erledigt. Und das würde einfach anders nicht funktionieren. Deswegen ist das regionale Netzwerk eigentlich, das macht Spaß und man kennt die Leute und man kann auch ganz schnell sowas umsetzen. Man sieht sich auch mal wieder in der Klausitz. Ja. Ja, danke nochmal für den tollen Impuls. Das macht wirklich Mut, dass Veränderung so schnell möglich ist. Mich interessiert noch, zurück zu der Bierverwertung, die Lisa angesprochen hat. Gibt das der Design irgendwie wieder, dass es gerade um das gewertete Bier geht in einem Bierbrand? Ist es auch die Absicht? Würde das bei dem Design irgendwie berücksichtigt? Ich muss es nochmal wiederholen, Martin. Leider. Ja, wurde das Thema Corona-Projekt sozusagen beim Design der Verpackung mit berücksichtigt? Direkt beim Design nicht, aber in der Kommunikation und der Textarbeit, die dann dazugehört, also quasi was wir dann an Plakaten für den Anlass mitgestalten, dann wird das auch so erwähnt. Wir haben dort so ein Storytelling gemacht, dass wir das so personalisiert haben. Wir haben extra die Marke Malz Mönch, die ja dann auch beim Kooperationspartner für, der hat die als Wortmarke, wir könnten die auch schnell verwenden. Und wir haben das eben so aufgebaut, dass das dieser Malzmilch eine Figur ist, der ist dieses Jahr geboren aus dieser Situation raus und wir kommunizieren das auch so. Das Schöne an diesem Produkt ist, wenn wir merken, dass das funktioniert, ist es auch keine Eintagsfliege, weil das kann man ja ständig reproduzieren, weil Bier wird ja trotzdem immer wieder produziert, was dann von uns verarbeitet, was von mir verarbeitet werden kann. Und das wollen wir natürlich in dieser ganzen Markenaufbau, in der Kommunikation auch so mit nach außen machen, weil das ist jetzt gerade mal ganz frisch und viele Firmen sagen vielleicht, das ist ja ein super Ding, unsere Mitarbeiter müssen jetzt bei Corona viel leisten und so ein Mitarbeiterpräsent, was mit dem Thema zu tun hat, ist eine schöne Geschichte, es ist wieder was Lokales und es passt. Und da hoffen wir einfach, dass das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und Alkohol tröstet. Ja, noch eine Frage. Wie reagiert der Handel bisher aufs Produkt? Ja, ich habe bisher einige Gespräche geführt. Positives Feedback. Wir haben auch Getränkehändler im Anfang des Entwicklungsprozesses mit eingebunden, weil wenn ich für den Handel ein Produkt produziere, da gibt es gewisse, wir nennen es mal Preisobergrenzen. Und wir haben vorher eine Befragung gemacht, sag ich hier, mit ein paar Händlern kurz geschlossen, sag, pass mal auf, ich habe jetzt das und das vor. Können wir das umsetzen? Kann man das absetzen? Zu welchen Preisen kann sowas verkauft werden? Und aus diesen Daten, die wir dort gewonnen haben, habe ich geguckt, können wir das so umsetzen, produzieren, verpacken? Gibt es die Marge, ja, dass es der Handel machen kann? Und das haben wir so mit eingebunden und ich denke, es wird funktionieren. So, das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, Martin. Ich denke auch, das wird funktionieren. Vielen, vielen Dank. Genau, mit der Verkostung, das besprechen wir dann. Ich denke mal, so der Malzmönch und so ein Stück Schokotel Sol dazu, das ist die perfekte Kombi, oder? Na, das machen wir dann gleich. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Gästin, Ute Teschka aus Meißen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Wir kennen uns schon eigentlich seit Kreative Sachsen existiert als Projekt, mindestens würde ich sagen. Wir haben viel miteinander zu tun und die Ute macht eine ganz tolle Arbeit. Die vernetzt nämlich schon ganz lange Manufakturen, sächsische Manufakturen, aber auch deutschlandweite Manufakturen und versucht oder ist dran oder du bist ja schon Vertrieblerin für das Thema, ein gutes Vertriebsnetzwerk aufzubauen. Und ja, jetzt übergebe ich dir einfach das Wort. Erzähl doch selbst, was du tust und warum.
Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr könnt euch alle noch konzentrieren und ich habe nicht nur 3 Minuten, sondern auch die 6 Minuten 20. Also ganz kurz zu mir, mein Name ist Ute Zeschka und ich bin eigentlich Marketingmanagerin, habe also seit 1998 ein Marketingbüro und erzähle auch gleich noch, warum man als Marketingmensch dann zu so einem Projekt kommt. Also ich würde sagen, wir fangen an. Genau. Also ich glaube, wenn ich euch fragen würde, welche Assoziationen ihr zur Manufaktur und zum Thema Sachsen habt, ich glaube, dann würde spontan erstmal die Antwort kommen, dass man an die Manufaktur Meißen denken würde. Viele von Ihnen oder von euch wissen sicherlich auch, dass wir ganz viele Uhren haben aus Glashütte, die liebevollen Engel von Wendt und Kühn oder aber die Herrnhuter Sterne, die überall leuchten. Was ich nicht wusste bis dahin, dass es auch eine der letzten deutschen Leinwebereien zum Beispiel gibt, die seit 1905 ununterbrochen in der Oberlausitz in Neukirch fertigt. Und das war für mich in den Marketingprojekten ein absolutes Aha-Effekt. Und als ich diese Leinweberei kennengelernt habe, habe ich gedacht, Mensch, wenn ich die nicht kenne, die ununterbrochen webt, dann kenne ich bestimmt einen Großteil anderer Manufakturen und Handwerksbetriebe auch nicht, die in Sachsen fertigen. Und bin ein Jahr lang so in meiner Zeit, die mir blieb, durch Sachsen gereist und habe mir ganz verschiedene Menschen angeguckt, Werkstätten angeguckt, habe tolle Handwerksbetriebe kennengelernt, seltene Handwerksberufe erleben dürfen und habe quasi dann die Faszination nochmal richtig steigern können. Hier seht ihr einen kleinen Ausblick oder einen kleinen Überblick über das, was in Sachsen gefertigt wird. Das ist ein ganz, 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 ganz kleiner Bruchteil, weil es gibt ganz viele tolle Werkstätten. Wir haben es vorhin schon gehört, über 200 alleine im Erzgebirge, über 100 Musikinstrumentebauer. Also wir haben Handschuhmacher, wir haben Globenkaschierer, wir haben Teschner, wir haben Pinselmacher und so weiter und so fort. Das ist eigentlich das, ich habe es vorhin noch mal in der Ausstellung, ich war in der Boom-Ausstellung drüben und habe es gerade noch mal nachgelesen. Es ist tatsächlich so, August der Starke war derjenige, der nach dem Bergbau auch hier ganz viel initiiert hat, dass sich Manufakturen hier ansiedeln. Es gab ein großes Wirtschaftsförderungsprogramm, dass man die Manufakturen in Sachsen ansiedelt und davon zehren wir noch heute. Als ich dann diese ganzen Geschichten dann zusammengetragen hatte und diese ganzen Menschen kennengelernt hatte und die tollen Produkte, von denen ich so begeistert war, war natürlich die große Frage, was mache ich draus? Und ich hatte immer überlegt, ich muss das irgendwie bündeln, das war so ein Marketinggedanke, ich muss das bündeln, ich muss damit weiterarbeiten, ich kann das nicht einfach in eine Schublade zurücklegen und habe gedacht, ich mache ein Projekt, ein kooperatives Marketingprojekt. Ich versuche, die irgendwie zusammenzubringen, weil ich denke, zusammen ist man stärker, weil alle hatten das gleiche Problem. Man kannte sie traditionell im Ausland stärker als im Inland. Die Bekanntheit fehlte bei uns und die Absatzmärkte damit halt auch im deutschsprachigen Raum. Aber da ich kein Kooperationsprojekt im klassischen Sinne, was förderfähig war, auf den Weg bringen wollte oder konnte, habe ich erstmal privatwirtschaftlich gestartet, 2010 im Sommer. Bei der Namensgebung habe ich ein bisschen recherchiert und bin auf das Manufakturhaus in Wien gestoßen. Das war ein Unternehmenshaus, wo wirklich gefertigt wurde und auch gleichzeitig vermarktet wurde. Was macht man als Marketingmensch? Man macht einen Markttest. Ich habe dann also, nachdem ich das gegründet habe, weil ich das brauchte als Einzelhandelskaufmann, ich habe ein Sammelsurium zusammengepackt, bin mit meinem Mann zusammen als Familienunternehmen quer durch Deutschland gereist und habe geguckt, wie reagieren die Menschen in München, Düsseldorf und Hamburg auf diese Produkte. Und die waren begeistert und dann hieß die Frage aber, und jetzt fährst du wieder ab und wo kann ich deine Produkte kaufen? Also habe ich einen Online-Shop eröffnet, 2010, manufakturhaus.com. Dann kam die nächste Frage, habt ihr nicht ein Ladengeschäft, wobei man die Produkte ja auch anfassen möchte? Also habe ich ein Ladengeschäft eröffnet in Meißen, 2011. Wir haben dann auch ein Buch herausgebracht und ich veranstalte seit 2009 die Sächsische Weinhand auf Wackerbarth. Das war ein Wettbewerb, wo ich mich beteiligt habe, weil das Land der Ideen ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du unterstützt die ländlichen Regionen, willst du dich nicht beteiligen, das wäre ein toller Wettbewerb für dich und habe das gemacht. Und das ist ja auch für uns wichtig, für mich wichtig, dass man in die Öffentlichkeit kommt mit dem Produkt und mit dem Projekt und deswegen sind so eine Wettbewerbe für mich unwahrscheinlich wichtig gewesen. Hier ist der Wettbewerb aus dem letzten Jahr, da komme ich nachher nochmal ganz kurz drauf. Da ging es um touristische Ideen, denn ich hatte seit 2010 schon den Gedanken, auch das touristische Potenzial der Manufakturen auszunutzen. Jetzt 10 Jahre später stehe ich jetzt hier vor euch und bin um viele persönliche, sag ich mal, Begegnungen reicher. Ich habe mehr als 100, 120 Manufakturen, Kunsthandwerker kennengelernt. Ich arbeite mit denen seit vielen, vielen Jahren schon zusammen, habe sehr persönliche Beziehungen aufgebaut und bin nach wie vor oder jetzt noch mehr überzeugt davon, dass wir uns vernetzen müssen und dass wir gemeinsam das Potenzial für Sachsen heben müssen.
Wie gesagt, das ist das, was schon erreicht worden ist. Seit 10 Jahren haben wir die Verkaufsmesse mit mehr als 9000 Besuchern. Es gibt erfolgreiche Produktkooperationen, die daraus entstanden sind, mit Meißen zum Beispiel, Müller-Rasur. Ich bin gerade dabei, eine Datenbank aufzubauen, zu sagen, wer macht was in Sachsen, möchte einen Blog schreiben und möchte Manufakturreisen entwickeln. Die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Das war Status quo, woran ich gerade arbeite, woran wir arbeiten. Und das ist die Frage, was kann man jetzt machen und was muss man eigentlich machen? Wozu kann das Netzwerk quasi noch dienen? Wir hatten es vorhin schon gesagt, es geht immer darum, auch Absatz zu generieren. Das ist für mich eine ganz klare Sache. Das kann man über Messen machen, über Tourismusprojekte, über Online- und Offline-Läden. Was für mich wichtig ist, ist das Thema Ausbildung. Wir hatten es vorhin auch, es geht darum, dass man einfach auch junge Leute ans Handwerk bringt, an die traditionellen Handwerksberufe führt, dass man Kulturgut erhält, dass man quasi auch vielleicht Kooperationen mit Universitäten anstrebt, dass man sagt, Studenten, Designer lernen das traditionelle Handwerk und entwickeln ganz neue Produkte. Letztendlich geht es darum, aber auch regionale Wertschöpfung zu generieren und letztendlich das Potenzial für Sachsen zu heben und als Aushängeschild für Sachsen das ganze Thema weiterzuentwickeln. Was ich mir wünsche, wo wir schon dran arbeiten, sind ganz viele verschiedene Partner auf Landesebene, verschiedene Ministerien, Kreatives Sachsen, Wirtschaftsförderung. Da gibt es viele tolle Gespräche, wir sind da mittendrin, das einfach jetzt auf eine andere Ebene zu erheben, weil ich gerne von dem privatwirtschaftlichen Konstrukt, was ich ursprünglich mal aus der Not heraus gegründet habe, gerne weggehen möchte. Die Frage ist, was wird es? Ein Verein, ein Verband? Brauchen wir eine Stiftung vielleicht für die Nachlassregelung, vielleicht für das Kulturgut, was wir erhalten wollen? Und ich persönlich bin eigentlich ein absoluter Fan davon, vielleicht in Richtung Genossenschaft zu denken, auch wenn das vielleicht ein angestaubtes Modell ist, was ursprünglich auch 1847 in Sachsen gegründet wurde, was einen totalen Charme hätte. Aber es hätte auch den Charme, dass ihr alle, so wie ihr hier sitzt, aus meiner Sicht doch Mitglieder werden könntet. Wir könnten das gemeinsam weiterentwickeln, wir könnten Nutznießer sein und wir könnten dieses Potenzial gemeinsam für Sachsen heben. Ja, und alles Große hat mal klein angefangen oder anders gesagt, alles braucht seine Zeit. Und ich denke, wir sind an einem Wendepunkt mit dem Projekt angekommen. Das öffentliche Interesse ist ein Stück weit auch geweckt. Jetzt geht es darum, Strukturen zu schaffen und gemeinsam das Potenzial zu heben über alle Facetten. Herzlichen Dank. So, liebe Gäste, vielen Dank. Es gibt jetzt noch die Chance für kurze Fragen. Wir sind schon über die Zeit und dann kommt genau die Hupe. Ja, also ich wiederhole noch kurz fürs Fernsehen. Welche Kriterien muss die Manufaktur erfüllen, damit sie bei dir gelistet wird, liebe Ute? Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil das Thema immer die Frage ist, Manufaktur, muss ich Manufaktur oder Kunsthandwerker sein? Ich denke, was geht da? Also ich für meinen Teil konzentriere mich sehr stark auf die traditionellen Unternehmen, möchte natürlich aber auch das moderne Design mit reinnehmen. Also es ist eine schwere Geschichte, es ist eine Bauchentscheidung. Wichtig ist, dass überwiegend Handarbeit in dem Produkt steckt, dass eben, wie gesagt, alles in Sachsen gefertigt sein muss. Und letztendlich, muss ich ganz ehrlich sagen, gucke ich mir die Unternehmen an. Ich fahre hin, ich möchte es sehen, ich möchte es wissen, möchte mit den Leuten reden und muss gucken, ob es passt. Also ich schaue sie schon mal. Da muss man noch mal reden. Demnächst auch Schokolade bei dir? Und wahrscheinlich auch Schnapp. Brand. Entschuldigung. Gibt es noch Fragen? Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass ihr alle so gut durchgehalten habt. Es waren 5 total intensive, spannende Vorträge. Ich wusste schon, dass es geil wird, weil ich kannte euch ja. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und das große Finale startet dann in 10 Minuten, Katja. Genau. Vielen Dank. Bis gleich.